Hallo, willkommen zum Landwirtschaftssimulator 2013. Wir haben wieder unser Together mit dem TomTatz 01. Jo, moin. Und mit dem Real Lokotus. Jo, hallo Leute. Jo. Und ja, wir sind am Arbeiten gewesen, oder wir taten auf jeden Fall so. Genau, wir taten so, als ob. Ja, ja. Ich fahre jetzt mal die Kiste zurück hier. Ja, ja, und ich wollte, glaube ich, die ja auch zurückbringen zum Entleeren. Ja, und dann könnte es sein, einer kann sich dann um die Viecher kümmern und der andere kann sich dann eine Seemaschine schnappen. Als nächstes. Na super. Fahr runter, du Scheiße, ne? Ich schneide weg, hat er recht. Und wir sind wieder bei der Folge TomTatz. Hat Theater mit einem Schneidwerkzeugwagen. Tja. Ja, weil es wieder nicht funktioniert sowieso. Ja, ja, wie immer. Deshalb hasse ich das. Da steht Shift und Q, ne? Ich drücke Shift und Q und es wird abgekuppelt. Jetzt kommt sicher wieder ein Kommentar. Wenn du es gescheit lesen könntest, würdest du erst sehen, was dort steht. Lesen, was ja, ist das? Ja, das ist die heutige Jugend kann nicht mehr sinnergreifend lesen. Ja. Kann ich das Ding nicht einfach hier stehen lassen? Ja, eigentlich schon, ja. Ja, wir brauchen sie wieder dort, also eigentlich, ja. Lass es einfach da stehen. Das mit dem Schneidwerkswagen ist echt ein Hammer. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Man muss einen Trecker davor hängen, man muss keinen Trecker davor hängen. Mal will ich das Ding verarschen, mal wieder nicht. Ich glaube, das ist mit Absicht extra so gemacht. Ich befürchte es auch bald. Ja, das ist genauso eine faszinierende Handhabung wie mit der Fahrphysik. Die funktioniert auch ab und zu nicht. Ja. Und ab und zu nicht, wenn du dann ein Mähwerk vorne dran hast am Traktor, gegen einen Zaun fährst und auf einmal am Dach liegst. Beim Ding, es sollte mir doch eigentlich der Haken da drin symbolisieren, dass das Schneidwerk fixiert ist, richtig? Ja, eigentlich ja. Und wieso wackelt das dann die ganze Zeit rum, obwohl es fixiert sein sollte? Tja. Ja. Gute Frage, nächste Frage. Auf jeden Fall habe ich es jetzt und ich fahre jetzt Richtung Hof. Mach das. Und wir können eigentlich mit unserem Thema starten. Ja, wir haben wieder ein Thema. Und zwar Sammlungen oder ob man irgendwas sammelt. Briefmarken, Schmetterlinge. Ja. Schmetterlinge, Briefmarken habe ich früher gesammelt und Mädchen damit. Kleeblättler. Achso, da sie? Wirklich? Ja. Willst du meine Briefmarkensammlung sehen, oder was? Genau, das klappt. Echt? Ja. So. Ja, ich sammle ja auch was. Ein bisschen was teureres als Briefmarken. Ja, Automobile. Ja. Aber in Maßstab 1:18. Ja, aber obwohl die können auch relativ gut ins Geld gehen. Ja, ich weiß nicht, ob ich sagen soll, wie teuer mein teuerster war. Ja, kannst du ja ruhig mal sagen. Ich glaube, da werden mich viele für verrückt halten. 280 Euro. Ja, gut, aber teuer. Ja, aber wenn man sowas sammelt oder so, dann ist das in der Relation nicht zu teuer, weil ich glaube, egal was man sammelt, alles geht ins Geld. Ja, sicher. Und es ist ja, mein, das Auto schaut auch wunderschön aus, ist ein Pagani Zonda, also die Rennversion, die Carbon-Version. Hm. Und er ist so detailliert, jede Schraube, jedes Federbein, alles extrem genau, schaut einfach urgenial aus. Aber die nehmen ja auch relativ viel Platz weg, ja. Yep. Weil so klein sind sie ja schließlich als Modell auch wieder nicht. Das stimmt, ja. Deswegen habe ich die Sammelleidenschaft in letzter Zeit auch ein bisschen eingeschränkt. Und kaufe wirklich nicht mehr das, was ich haben will. Ja, ich sammle zur Zeit eigentlich gar nicht. Ich habe früher Schallplatten gesammelt und Bücher gesammelt. Aber das war auch in den 80er und 90er Jahren, aber das hat irgendwann dann auch aufgehört. Okay. Weil man auch die Zeit nicht mehr dann dafür hatte oder, sagen wir mal so, auch das Geld nicht dafür ausgeben wollte.
Ja, das ist es ja, wenn du da denkst, was da so ein Modell kostet teilweise. Also wie gesagt, eben der mit 280, der war jetzt eine Ausnahme, der war recht teuer, den haben wir einfach mal gegönnt. War irgendwas, weiß gar nicht, warum ich mir den gegönnt habe, ich glaube irgendwas war halt abgeschlossen, eine große Aufgabe, weil man dachte, ne, das gönnst du jetzt halt einmal. Kurze Zwischenfrage, bist du jetzt da oben über, ob man auf den oberen Feld jetzt so gegangen oder was? Das obere ist fertig, ich bin jetzt schon beim Dreier. Dann fahre ich zu 12 hin, mit dem Schlimmte. Yep. Kann noch ein bisschen dauern. Ja, den Case fast willst du nicht fangen. Nee, den Case packe ich mit der Kneifzange nicht an. Den Kass. Ja, da kenne ich jemanden, der sich aufregen wird. Mhm, ich auch. Schon wieder ein Hater mehr. So, unsere Kühe haben Wasser. Sehr gut. Ja, gibt denen auch noch ein bisschen Stroh. Ja. Stroh muss ich ja erstmal irgendwo herbekommen. Das müsste im Lager was liegen. Haben wir noch eingelagert, irgendwas? Ja. Im Strohlager sollte was drin sein. Haben wir einen Frontlader? Nein, gell? Nö. Oh ja, den Radlader haben wir, aber ob der Strohladen kann, ich weiß nicht. Müsste es probieren. Ja, springen wir erst mal meinen Tank hier zurück. Ist eine gute Idee. Und Thomas, was sammelst du so? Ich sammle gar nichts. Gar nichts? Oder ich hab gesammelt und habe da auch eine beachtliche Menge davon. Und zwar diese lustigen Taschenbücher da. Mickey Mouse und Co. Ja, von Walt Disney. Ja. Die habe ich in den 80er Jahren auch gelesen. Beim Comics interessieren mich heute noch. Mhm. Weil das ist doch irgendwo ganz lustig und man ist ja, ich sag jetzt mal, als Mann ja auch irgendwo doch mit fortgeschrittenem Alter doch noch irgendwo ein Kind. Männer werden nicht erwachsen. Nur kindisch bleiben sie die ganze Zeit. Nur die Spielzeuge werden größer, ne? Genau. Ja. Mit 3 Jahren spielst du mit so einem Matchboard-Auto da, ja? Wenn du erwachsen bist, hast du echt das Wort. mit 16 spielst du dann mit einem Moped? Mit 18 fährst du mit einem echten Auto? Das stimmt. Ja, ja, und aber dann, mit dem Spielzeugauto kannst du keine Frauen beeindrucken. Ja. Mit Briefmarken scheinbar schon. Ja. Aber gemein. Wo bin ich denn jetzt? Ist das 12 jetzt hier? Das hoch, du bist bei Feld 12. Ja, danke für die Information. Aber jetzt weiß ich es auch. Gut. Es gibt da sowas, das nennt sich Minimap. Da sieht man aber nicht, bei welchem Feld man gerade ist. Die habe ich doch immer ausgeschaltet. Das ist BDE. Ja. Das ist auch sehr komisch, weil der Akku wird nie leer. Das heißt doch am Auto am Zigarettenanzünder angehängt, oder? Nö. Nicht? Nee, kostet ja dir zu viel Sprit. Achso. So, Eier habe ich auch gerade aufgesammelt. So. Frag mich nicht, wo man die verkaufen kann. Ja, das weiß ich auch nicht. Ich habe sie jetzt erstmal nur einfach aufgesammelt. Die werden ja nicht schlecht. Ja. Kannst du nur hoffen, dass sie nicht schlecht werden. Bis jetzt hat uns noch keiner in MLS verklagt. Auch wenn wir die Eier erst nach einer Woche hingebracht hätten. Aber ich weiß da gar nicht, wo das ist, also. Ja, irgendwo an der Raiffeisenmarkt, nehme ich mal an. Raiffeisenmarkt gibt's auf der Map, glaube ich, gar nicht. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Siehste. Irgendwann werden wir es mal rauskriegen. Ja, irgendwann nach weiteren 60 Folgen auf der Map. Ja, wir waren ja keine 60 Folgen auf dieser einen Map. Nicht? Was ist denn? Ist die 4. oder 5. Map, die wir benutzt haben? Die erste war die US-Map. Genau, USA. Dann kam die Alpen-Map an. Dann kam die Belgien-Map. Dann kam die Belgien-Map, dann die Landwehrkanal. Ja, das ist die 5. jetzt. Jetzt das, ja. Tja. Nein, wir werden nicht auf eine Vierfach-Map wechseln. Nein. Wenn ihr Vierfach-Map spielen wollt, schaut ins Community-Projekt. Ja. Genau. Da kommen auch hin und wieder mal Videos oder Livestreams von. Ja. Also mit hier bei unserem Together mit 3 Leuten oder sowas in dem Dreh rum
ist eine große Map überhaupt nicht geeignet. Nö. Nee, wirklich nicht. Bei den riesen Feldern und so, dann haben wir dann 10 Folgen, wo wir ein einziges Feld abeiern oder sowas. Super. Ja, oder... Ja, nee. Kommt nicht hin. Ich glaube 20. Wenn wir Feld 27 ernten müssen, dann sind es 20 Folgen. Ja. Schön. Das wird ja richtig Stunden, interessant. Die waren da 8 Stunden zugange, glaube ich, an dem Fürst. Ja. Zu dritt. Ich sehe es ja, ich habe es ja gesehen bei Feld 21 bei dem Abernten. Das mit dem, zwar mit dem Glas, aber mit dem Maisgebiss. Ich glaube, ich habe 3 Stunden gemacht. Der Werner hat gleich auch noch 4 oder 5 Stunden gemacht und noch irgendwer hat dann nochmal 3 Stunden gemacht. Ja, wir sollten den Zuschauern nochmal eben darauf hinweisen, wir reden jetzt über die Map vom Community-Projekt. Ja. Weil nicht jeder weiß dann, worüber wir gerade reden. Richtig. Also, das wäre ein bisschen heftig. Ja, also das macht glaube ich keinen Spaß. Ne, ich glaube, ich werde auch ein bisschen lange arbeiten. Aber die können das ja gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob das denn prinzipiell, sage ich jetzt mal, auch gefallen würde, wenn wir wirklich mal 3-4 Folgen nichts anderes machen aus. Ja. Oder ob wir wirklich immer wieder Abwechslung bieten sollten und so. Ja. Wohl, was Sie am, die Zuschauer können ja mal reinschreiben, was Sie am liebsten eigentlich so sehen. Ob wir jetzt ernten oder sehen oder eben auch öfters mal kürzere Abstände von irgendwas machen. Ja, da mal anfangen, das mal zu machen. Oder ob wir uns der Tierwirtschaft mehr widmen sollen. Mhm. So, aber auf der Karte kannst du, glaube ich, auch Schweinezucht machen, ne? Ja, Schweinezucht geht auch. Stimmt. Ich glaube, die ist uns die aufwendigste so. Von allen, ja. Ja, dazu bräuchte man halt einmal das ganze Zuckerrübenzeug. Hm. Also Erntemaschine und Sämaschine. Wobei Sämaschine haben wir, glaube ich. Ja, Sämaschine aber Erntemaschine haben wir nicht. Und wir brauchen dann auch für Gülle und sowas alles. Güllefass haben wir. Haben wir? Steht bei der. Ich müsste glaube ich hier bei der Rinderzucht stehen. Rinderzucht gibt es ja glaube ich nicht. Nicht? Nur die Kühe haben wir. Nee, nur Kühe. Ja, dann bei den Kühen. Haben wir also hier nur Milchproduktion. Okay. Ist aber auch egal. Also wie gesagt, könnt ihr das ja mal in die Kommentare reinschreiben. Jo. Und es wäre auf jeden Fall mal eine Abwechslung. Ja. Das stimmt, mir jetzt viel Abwechslung. Ich bin am Feld 10. Gut, letztes Mal bin ich gleich mit dem Fan gefahren, jetzt fahren wir mit Case. Das ist die einzige Abwechslung. Bei mir die einzige Abwechslung im Moment, ja, von der Größe des Fahrzeugs her, ne? Wieso? Ja gut, meine Zuschauer können sich nicht beschweren. Sie sehen heute mal nicht, wie ich Gras mähe. Das haben wir bei dir und ziemlich kein oft Auto gesehen. Wäscht. Ja, und auch kein Auto waschen. Wobei der Käse ja schon dreckig wird, gell? Ja, wie gesagt, bei mir scheinbar nicht. Ich weiß aber nicht, woran das liegt. Ich sehe dann zwar, dass der dreckig ist, aber der wird bei mir, wenn ich ihn nutze und gewaschen habe, nicht wieder neu dreckig. Aha. Aber da habe ich leider keine Erklärung für. Das ist etwas seltsam, entweder ist das Fahrzeug ein bisschen verpackt oder... Es ist ein Cars. Ja. Was erwartest du? Nix. Er soll fahren. Jetzt wieder ein Hater mehr. Ja. Du, einer mehr oder weniger ist auch schon wurscht. Ja. Ja, das stimmt. Und wie ich es unter das Video geschrieben habe. Ich kann sicher nie jeden recht machen. Das will ich auch gar nicht. Also. Es gibt immer Leute, denen gefällt das, was man gerade macht. Und es gibt andere Leute, denen gefällt es überhaupt nicht, was man macht. Das ist halt so. Das ist wahr. Weil die Geschmäcker sind halt auch unterschiedlich. Das auf jeden Fall. Und das ist auch gut so. Was meinst du, jeder will das Gleiche stehen? Oh. Sehr monoton. Wieder. Ja. Also ich bin mit Feld 12 fertig, ne? Okay. Ich habe gerade unseren Wassertank aufgefüllt.
Ich bin auch gleich fertig auf Feld 3. Aber haben wir nicht Feld 9, könntest du weitermachen? Feld 9? Wo ist denn Feld 9 bitte? Da wo du immer gehäckselt hast am Anfang. Ach, ist das Riesending? Ja, gehört auch nach uns. Okay. Von mir aus. Muss ich aber trotzdem erst auffüllen gehen da. Ja, meine ist auch gleich leer. Ja, und die Höchstgeschwindigkeit ist ja mal 40 km/h nur. Ja? Das haben die jetzt mit Absicht gemacht, die beiden Herrschaften. Dass sie mir den Fendt nicht überlassen, damit kein Geld mehr fehlt, weil ich ja die ganze Zeit geblitzt wäre hier. Und jetzt weiß ich, warum wir vorher 100.000 gefehlt haben. Das wär ein bisschen heftig, ne? Du bist wahrscheinlich mit 300 durchs Radar gefahren. Ja. Nee. Der ist immer, weißt du, der ist immer zwischen dem Radar vor und zurück gefahren. Ja, wahrscheinlich. Ja. Dem zahle ich es jetzt heim, dem bösen Chef. So, ist das jetzt fertig? Schaut so aus, oder? Weiß ich nicht, schau auf die Karte, dann siehst du es. Jo, ist fertig. Ups. Falsche Taste. Also 4 Minuten haben wir noch ungefähr. Das reicht aus, um Saatgut aufzufüllen. Ich komme auch mal Richtung Hof. Da muss er die ganzen Hänger auch noch wieder zurück reinparken. Die Hänger lasse ich jetzt da stehen. Oh, das wird dem Chef aber gar nicht gefahren. Da kann ich nur eins sagen, Chef, räum selbst weg. Ich bin am Arbeiten. Kein Kommentar. Ich habe meine Saatmaschine voll. Ich fahre jetzt dann zum Feld, ne, weil... Da fährt er ja selber mit dem Käse. Ist ja nichts anderes frei. Oh, eine Runde Mitleid für den Chef. Aber so schlecht ist er nicht. Gibt Schlechteres. Schlüter zum Beispiel. Ja, eindeutig von der Geschwindigkeit her kannst du neben hier einschlafen. Aber es hat einen Vorteil. Er hat ja sonst immer gesagt, es ist absolutes Rauchverbot in den Fahrzeugen, ne? Bei der alten Kiste ist es ihm aber auch schon wurscht. Wer stellt denn die Hänger genau vor die Halle? Ich. Damit du dann, dass dich vergisst wegzuräumen. Gut, damit du nicht vergisst, das wegzuräumen. Das darf der Darcy dann machen. Und theoretisch sollte ich da auch so reinkommen. Tja, geht doch. Aber nur theoretisch. Na, auch praktisch. Oh, unser Bunker ist auch fertig. Welcher Bunker? Du könntest mir jetzt mal. Du kannst ganz gepflegt mit der Seemaschine auch zu Feld 9 fahren, ne? Na geh, okay. Ist das groß? Ja. Oh, eine Runde Mitleid für den Thomas. Ja, bitte, danke. Ich danke vielmals für den Applaus. Ja, irgendwie. Das Ding hat ein komisches Fahrverhalten. Auf einmal gibt er Gas. Und ich stehe unterm Anhänger. Und der Anhänger steht auf mir drauf. Chef? Ja. Erzähl mir mal bitte, wo unser Stroh gelagert ist. Dort, wo du das letzte Mal das Silo gefüllt hast. Also dieses Fahrsilo. Da ist weiter rechts, hast so ein Lager. Ah, gut. Also ich sehe vor lauter Bäume nichts, ne? Möchte ich mal so anmerken. Na dann. Hauptsache, du hast immer eine Ausrede. Aber wir sollten uns langsam... Meine Schämaschine macht ganz gute Kunststücke hier. Ich hoffe, du hast diesmal das Richtige gesehen. Ja. Nicht so wie letztes Mal. Also ich habe jetzt hier Weizen. Weizen. Hatten wir Weizen gesagt? Eigentlich ja. Nicht, nein. Eigentlich haben wir Gerste gesagt. Ja. Ja, okay. Jetzt haben wir zwei Felder mit Weizen. Jo. Das hat er nicht genau definiert gehabt, Leute. Ne? Ihr müsst dazugeben jetzt, ne? Hab ich, doch. Da sieht man mal wieder, wie es mir zuhörst. Gar nicht. Richtig.
so wie du mir gar nichts zahlst, ne? Ja, wenn es bei dir Chef? Leistung, was ist? Hinweis. Hinweis. Unsere Schaufel ist nicht dafür geeignet, Stroh aus dem Lager rauszuholen. Das ist schlecht. Ja, der Chef. Nur kauf mal einen Radlader. Ja, kaufen wir dann gleich. Radlader haben wir ja. Haben wir nicht irgendwo einen Frontlader auch noch herumstehen? Nee. Sicher? Nicht, haben wir nicht einen Agrovektor gekauft? Ja, ich schau mal gleich nach der Folge, weil die ist eigentlich eh schon aus. Wir treffen uns auf Feld 9. Ja. Warte, ich steig aus, da könnt ihr reintappen. Ich bin schon fast da, also. Die paar Meter fahr ja noch. Nee, gut, okay. Da bin ich heute wenigstens mal nicht schuld, wenn es überzogen wird. Ist denn irgendwas frei? Ja, gut, dann fahr ich jetzt hin. Dann müsst ihr halt warten, bis ich komme. Kannst schon, der Käse ist leer. Die Folge wird überzogen. Ja, und wer ist schuld? Tom. Genau. Nö. Wer Schuld hat, ist der Vilocutus, der hat die Sendezeit immer so kurz bemessen. Wo ist denn Tom? Da hinter dir. Ach, hinter mir. Da fährt er noch spazieren mit seinem Schlüter. Das ist, jedes Mal, bei jeder Folge ist er der Letzte, der fertig wird. ja. Das war aber jetzt ein Treffer, gell? Der Käse hat gewackelt. Guck mal. Doch, der Käse hat gewackelt. Da kriegst du noch eine Zigarettenschachtel rein, ja? In meinem Video wird man sehen, dass der Käse gewackelt hat. Ja, das war nur der Luftzug, ja? Genau. Na gut. Na gut. Gut, ich fang an. Ich sag Ade. Jo, bis zum nächsten Mal. Jo, ich sag dann auch tschüss, macht's gut, ciao.